Ja, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Odic wird heute ins Training einsteigen. Gestern hat Baram hier schon wieder weiter trainieren können. Wir haben zwar gestern eine Vorsichtsmaßnahme wieder eingeleitet, dass wir den Wallon dann rausgenommen haben in der Mitte des Trainings, aber es war nur rein vom Körperlichen her, weil er eben dann 70 Minuten länger als geplant so dieses Trainingsspiel gemacht hat und deshalb haben wir den gestern auch im Training rausgenommen. Aber Kleber kommt zurück, Janssen kommt zurück. Also es kommen, wenn wir Glück haben, vier Spieler auf den grünen Rasen am Samstag gegen Dortmund. Von Anfang an wissen wir noch nicht genau, nehmen es mal gleich vorweg. Die Frage wird eh gleich kommen, das wissen wir noch nicht genau. Da werden wir uns auch jetzt dann nochmal diese Woche genauer mit der Thematik beschäftigen und auch mit der medizinischen Abteilung dann absprechen, was wie genau jeder Spieler dann zu leisten kann oder leisten kann. Rafa ist immer ein Mann für die erste Elf, das wissen wir ja, aber im Moment ist es so, dass wir halt eben in diesen Abstiegsrängen mit ja, in der Nähe sind und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass wir gegen den Ball gut stehen. Aber er hat auch gestern in so einem sehr aggressiven Training gut gegen den Ball gearbeitet und hat sich auch gezeigt, aber das werden wir jetzt dann heute Morgen noch angucken und dann werden wir sehen, wie wir spielen. Ich würde mir wünschen, wenn alle vier von Beginn an spielen können, ist ja klar. Ich denke, dass von den Leuten, Janssen, der sicherlich da aus einer positiven Kopfgeschichte zurückkommt, ja, mit den beiden Toren, die er gemacht hat, ist es natürlich auch was Positives, wenn ein Spieler dann zurückkommt und dementsprechend was Positives mit reinbringen kann. Aber Wallon ist sicherlich, sag ich mal, so ein Schlüsselspieler in dem Spiel auch, weil er von der Aggressivität her gegen den Ball natürlich auch die Mannschaft mit antreiben kann. Aber genauso ist Olic wichtig oder auch alle Spieler, die in dem Kader sind. Ich sag mal, Maxi Beister würde ich mir auch wünschen, dass er schon bei 100% ist oder wäre. Dann haben wir da nochmal eine Alternative mehr. Also wir sind ja leider halt ein bisschen mit den Verletzungen gebeutelt, aber letztendlich haben wir es immer hinbekommen, auch ohne die verletzten Spieler wieder zurückzukommen. Und ich glaube, dass so ein Spiel auch Gladbach oder auch Leverkusen, die ganzen Spiele, die wir hier gespielt haben, haben wir ja gesehen, dass auch trotz der Verletzungsprobleme eine Mannschaft auf dem Platz steht, die auch ein Spiel durchaus positiv gestalten kann für uns vom Ergebnis her. Und das muss die Mannschaft einfach diese Woche wieder zeigen. Und da muss ich echt sagen, sind sie sehr gut dabei. Und ich glaube, jeder ist heiß auf Dortmund. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft auch das Ergebnis zu Hause vor allem für die Fans und auch für die Stadt hier wieder gerade rücken will und zumindest nicht verlieren will. Aber ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, könnte sogar mehr drin sein.